bin Alexander Usig und ich mache eine Ausbildung zum technischen Produktdesigner. Zu den Haupttätigkeiten eines Produktdesigners gehört erstmal die Konzeptfindung. Dort wird ein Produkt gestaltet bzw. überlegt, was gestaltet werden muss. Dann geht man in die 3D-Modelle rein, man skizziert das Produkt und trägt es dann aus und kann es anschließend mit dem 3D-Drucker drucken. Im Endeffekt sieht man dann, ob das Produkt erfolgreich konstruiert wurde oder nicht. Und man kann auch Skizzen erstellen, beziehungsweise Zeichnungen für die Werkzeugbauer und lässt das extern fertigen oder halt intern für interne Zwecke. Ja, es ist sehr vielfältig. Nach der Ausbildung hat man mehrere Möglichkeiten, sich weiterzubilden. Ich werde den Weg verfolgen, den Techniker zu machen. Und sowohl mit der abgeschlossenen Ausbildung als auch mit dem staatlich anerkannten Techniker stehen einem alle Wege offen. Am meisten Spaß macht mir, den Weg zu verfolgen, vom Anfang bis zum Ende eines Produkts. Man kann wirklich mitentscheiden, wie etwas verläuft im Projekt oder auch in der kleinsten Aufgabe. Es macht einfach Spaß, das Projekt quasi mit begleiten zu können.